Grüße Leute, willkommen bei Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. Ein Spiel auf dem Gamecube, was schon eine ganze Weile herliegt. Na klar, wäre Gamecube-Zeit. Da war Marvel noch nicht ganz so groß mit den ganzen Filmen und so weiter. Und deswegen gehen wir einfach mal in die Story rein und gucken, was uns erwartet. Ich habe das Spiel übrigens schon einmal komplett durchgezockt, ist aber Jahre her. Habt mir nicht beim Release-Tag geholt, sondern ziemlich weit danach, würde ich behaupten. Also ein halbes Jahr sogar danach. Wusste gar nicht, dass das Ding überhaupt auf dem Markt ist. Hab's gefunden, fand's gut. Hat einen sehr, sehr düsteren Look. Lässt sich mit Marvel heutzutage vielleicht gar nicht mal so sehr vergleichen. Ihr seht schon, die Grafik ist düster, allgemein ist düster. Und wir spielen am Anfang sogar Ben Grimm, das Ding aus dem, von den Fantastischen Vier. Wir können aber noch Iron Man spielen, wollte gerade Mega Man sagen, Spider-Man, Wolverine und so weiter. Aber die werden erst im Laufe der Zeit freigeschalten. Und das ist quasi sowas wie eine außerirdischen Invasion. Nicht außerirdischen, auf jeden Fall kommen da Klone der Helden. Und wir müssen die halt kaputt hauen. Das Kampfsystem erinnert ein bisschen an Biofreaks vom N64, da das aber keiner kennt. Lasst euch gesagt haben, wir können also Nahkampf und Fernkampf machen, also manche können Fernkampf machen. Das Ding kann keinen Fernkampf machen. Drück, um eine Barriere zu durchbrechen. Bam, bam. Okay. Das Ding kann einfach nur raufhauen. Wir können aber Gegenstände auch durch die Gegend schmeißen und so weiter und so fort. Damit auch Gegner treffen. Und Gegenstände sind hier ziemlich mächtig, aber auch die Faust des Dings ist mächtig. Momentan, ja, viele von euch wird es eher an irgendein Hulk-Abenteuer erinnern, aber das Ding ist halt nur mal ein bisschen wieder Hulk, ne? Oh, ouch! Au! Kack-Explosion! In einer dummen Kameraperspektive. Okay, das noch mehr. Okay, nehmen wir mal auf hier das Ding. Nein, von der Brücke gehauen, das gute Taxi. Invader, also müsste es doch Außerirdische sein. Ich weiß auch nicht so richtig. Wir werden die Story natürlich ein bisschen verfolgen. Natürlich ist das Ding jetzt nicht der spannendste Kämpfer, den man haben kann, aber der rage schon ziemlich gut rum. Das fühlt sich ziemlich gut an, mit denen rumzuhauen. Wir haben noch so einen Ultimate-Modus, da hauen wir noch ein bisschen härter dann zu. Aber soll uns jetzt erstmal alles nichts angehen. Was ich damals scheiße fand, war die Kameraführung. Ich glaube, das wird jetzt in den Zeiten auch nicht so viel besser werden. Da die Kamera so ein bisschen, geht's hier durch? Natürlich geht's hier durch! So ein bisschen das macht, was er will und manchmal nicht schnell genug. Elektra spielen wir zum Beispiel auch noch. Magneto können wir, glaube ich, auch spielen. Oh Gott, ich bin unsicher, wie man alles zocken konnte. Okay, der sagt nichts. Hallo, Auto, können wir es fangen? Nein, wir können es davon nur ducken. Jetzt gibt's was aufs Maul. Genau, jetzt gibt's was aufs Maul. It's clubbering time. Okay. Schön, ist auch witzig, dass wir das nicht aus unserer Kameraperspektive sehen, sondern aus der Gegnerperspektive quasi. Ich will das Auto nochmal gegen smashen. Jawohl. Ah, der ist gleich so eine Art Boss. Ja, jetzt ist er gleich erstmal Schrott. Sieg, fertig, kleiner Zwischenboss, total umgelegt. Hat keine Chance gehabt. Du etwa mich? Hey, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Oder ich drück dich einfach platt. Was willst du? Nichts. Wegen dir sind wir nicht hier. Ich verstehe leider nicht viel, weil mein Fernseher ziemlich laut, leise gestellt ist. Ist aber nicht so schlimm. Die Invasion beendet. Das ging ziemlich schnell. Da haut das Ding ein, zweimal zu, dann ist schon die Invasion beendet. Ich mache mal den Ton bei mir ein bisschen lauter. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr in der Aufnahme. Aber meine, die kratzt eh die ganze Zeit rum. Irgendwie ist es so, wenn meine Wii Gamecube-Spiele abspielt, dreht immer die Wii frei. Captain America. Können wir ja auch spielen? Habe ich gar nicht mehr Erinnerung. Gut, der ist weg. Das dürfte der Punisher gewesen sein? Ja. Gut, die können wir alle nicht spielen. Gut, Hulk ist auch völlig weggewämst worden. Eigentlich würde das nicht mal den Hulk kratzen. Aber es ist halt so. Der Hulk wird ja in jedem Comic immer sehr unterschiedlich stark dargestellt. Mal super schwach, mal absolut überpowered. Aber jetzt haben wir erstmal Logan. AKA Wolverine, AKA, oh Gott, ich weiß gar nicht den Originalnamen von Logan. Den habe ich letztens erst gelesen gehabt, mal wieder. Hogan? Nee. James Howitt oder so ähnlich. Howitt oder so ähnlich. Genau, jetzt können wir wählen zwischen das Ding, es geht los, und wir können Wolverine nehmen. Und aufgrund der Abwechslung, wenn wir jetzt gerade schon mit dem Ding ein bisschen rumgebasht haben, nehmen wir den guten alten Krallenträger, einer der prominentesten Vertreter der Marvel-Welt neben Spider-Man und Iron Man. Muss man sagen, sind halt die großen drei. Captain America holt langsam so ein bisschen auf, aufgrund der guten Filmdarstellung. Aber hierzulande, Wolverine, Spider-Man, Iron Man, ist halt immer so. So,
Nicht meine Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin sowieso nicht so der große Marvel-Verfechter. Ich mag eher DC, obwohl die Filme davon sehr viel schwächer sind. Also nicht alle, klar. Also gerade die Batman-Reihe war super. Aber jetzt alles, was Injustice und so weiter ist, das ist jetzt nicht so geil. Genau, jetzt können wir die Krallen ausfahren. Wir haben auch eine Wutstufe, können uns auch die Wut freischalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt gezeigt wird gleich. Wolverine hat halt den Nachteil, er ist nicht ganz so kräftig wie das Ding. Wir können also keine Autos durch die Gegend ballern, glaube ich. Aber hey, dafür haben wir Krallen. Wir können mit der Faust zuschlagen. Aber sag mal, wann schlägt Wolverine mit der Faust zu? Der macht immer seine Krallen. So, können wir hier? Hebt ihr mal einen Bruch, Wolverine? Oh, zu schwer! Aber dafür reicht's, oder? Schön hier mit der Parkuhr eine kleine Bämme geben. Eine kleine Bems. Jetzt komm doch mal her. Genau. Viel besser als die Krallen, muss ich gerade sagen. Aber Gegenstände werfen, wie gesagt, und Gegenstände nutzen diesem Spiel ist recht übermächtig. Da tut sogar der alte Briefkasten seine Funktion. Jetzt haben wir schon wieder einen Spessel. Nein, die wollte ich gar nicht aus. Kann ich den wieder abbremsen? Ja, wir haben jetzt Raserei, dann machen wir halt mehr Schaden, sind schneller und so weiter. Richtig viel Spaß gemacht hat im Spiel, muss ich zugeben, Spider-Man und Venom. Venom kämpft auch mit, wie gesagt. Es sind eine Menge Leute mit dabei. Venom habe ich ja auch aufs Cover gepackt, meines Thumbnails. Gab keine Lust. Wer aufs Cover gepasst hat, der was gut umzusetzen ist, denn... Warte mal, überkill das voll mit einem Supersprung. R und B. Ui, das war gut. Was ich damit sagen wollte, ist eigentlich nur, dass es ziemlich schlechte Artworks von diesem Spiel gibt, die man für so ein Thumbnail missbrauchen kann. Und deswegen habe ich mich halt für Venom entschieden, sein aufgerissenes Maul, sieht ziemlich geil aus, nicht mal angucken, wenn man die Gelegenheit hat. Bam. Schön zerquetscht stehen, irgendwie was. Aber wir haben nicht mehr so viel Krallenpower, aber wir haben schon wieder Wut. Wut ist immer gut, da kommt auch die Kralle raus. Ein bisschen Wut ist gut fürs Blut. Und sag mal, wieder einen weggebremst. Ja, macht ziemlich viel Fun, muss ich sagen. Sieg. Zu einfach. Nächster Charakter, bitte. Straßenschlacht beendet. Nein, ich glaube, es geht nicht gleich zum nächsten Charakter. Daredevil können wir auch noch spielen. Gott, ich habe das Cover hinter mir. Warte mal einen Moment. Abgebildet. Ja, Magneto ist auf jeden Fall mit dabei. Noch einige von den Bösen. Aber soll ich jetzt wieder das Ding nehmen? Nehmen wir mal. Das Ding ist, ich nehme das Ding. Aber Helden fallen mir jetzt, sind keine mehr auf dem Cover abgebildet. Außer die, die ich euch schon genannt habe. Ist ja nicht so schlimm. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Helden haben. Der Kampfraster ist ziemlich groß. Es gibt auch einen Battle-Modus und so weiter, wo man sich prügeln kann, mit dem ich einen ziemlich wichtigen Teil meines Lebens verbinde. Aber das sind andere Details, geht mir also ins Privatleben rein. Aber das Spiel weckt eine wunderschöne Erinnerung in meinem Leben. Aber das ist eine andere Sache, wie gesagt. Das war mehr Spiel, als mir die Gelegenheit reinspielt. Ja, das Ding ist da. Oh Gott, fliegende Gegner. Ich hasse in diesem Spiel fliegende Gegner. Ich hasse generell fliegende Gegner, weil die immer so schwer zu treffen sind, aber ich glaube... Oh Gott, hier wird es noch ein bisschen komplizierter. Wir nehmen mal das Auto mit, weil ich unterwegs ein Taxi brauche. Oder jemand braucht ein Taxi. Hat jemand ein Taxi? Oh, oh, oh. It's burning. Fing, ding, 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 ding. Ja, das hat mich Bums gemacht. Mach mal auf hier den Puff. Ja, ich mag die Schläge vom Ding. Das ist genau mein Ding. Alter, reißt du dich noch? Man merkt halt die Power, die hinter den Schlägen doch gut hintersteckt. Aber Wolverine schlägt ja mindestens irgendwie genauso hart zu, bloß die Leute fliegen da nicht so gut weg. Aber hier fliegt ja auch gerade keiner weg. Haben wir nicht noch ein paar andere Schläge? Ja, ich benutze das ganze Zeit nur die Standardschlagtaste. Ich dachte, wir haben noch sowas wie einen harteren Schlag. Nö, das ist Blocken. Keine Ahnung. Das ist schneller Rennen. Oder war es jetzt einfach nur, weil ich sowieso... Nee, wir können auch schneller rennen. Geil. Leih mir mal... Kann ich das nicht nehmen? Doch, ein bisschen Lampenmast. Ach, schön ist das. Aufgrund der hohen Reichweite ist das natürlich eine besondere Freude. Ja, doch, das Ding bremst die ein bisschen schneller weg als mein guter alter Krallen-Fan. Ich muss aber sagen, ich bin nicht so der riesen Wolverine-Fan, weil ich kenne genug Comics, wo er auch ziemlich arschig ist. Ja, das ist der harte Schlag mit R und dann draufhauen. Wolverine kann auch ziemlich ein Arschloch sein, muss man mal sagen. Aber das ist in dem Film nicht so, da ist er immer der coole, fast schon ehrenhafte Badass. Die Comic ist auch manchmal ein eiskalter Mörder. Und, ja. Aber ich glaube, in den Comics gibt immer von jedem Helden noch eine düstere Variante. Iron Man, der fast die ganze Welt zerstört, ein Alkoholiker ist. Das Ding, was sich irgendwann auf die düstere Seite schlägt. Mega Man. Wie komme ich denn mal auf Mega Man? Verdammt nochmal. Spider-Man ist fast so ähnlich. Auf jeden Fall hat jeder seine düstere und seine helle Seite. Und das kommt je nach Comic-Version drauf an. In welcher Zeitlinie er spielt, in welcher Dimension oder was auch immer. Die außerirdischen Invasion, das ist das Avenger Manson, glaube ich. Und sind hier eingedrungen. Und wir müssen den quasi aus unseren Avenger Manson wieder verprügeln. Kann ich das mal. Ja. Oh.
Oh. Nun. Habe ich nicht den Code dafür? Weiche Laser Mauerlauf. Oh, geil. Okay. Ja, ja, zu früh angefangen. Ich habe schon verstanden. Ja, kann mich nicht erinnern, dass Wolverine das jemals konnte, aber hier im Spiel konnte das halt, ne? Oh, auf dem Puff. Da wurde die Tür einfach aufgeschlagen. Ja, bitte nicht zu Tisch. Nimm eine Sitzgelegenheit, Junge. Schön mit dem Messer in den Rücken reinschnetzen. Was ist mit der? Alter, der wollte mich mit der Couch großschlagen. Das Spiel hat aber gebackt, dass es nicht funktioniert hat. Gab es ein Invisibility Frame? Wie heißt denn das? Dass man unverwundbar ist, kurz Moment. Oh, jetzt kommen die fliegenden Gegner. Jeder hasst fliegende Gegner. Drücke B und dann A, um einen fliegenden Gegner zu attackieren. Dann springt man halt. Wow. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Ich will lieber schön mit Möbeln werfen. Geiler Move. Das Schnitzel. Wie gesagt, das hat auch einen ziemlich geilen Battle-Modus, das Spiel. Er ist halt imbalanced ohne Ende. Ne? Wenn ihr Spider-Man neben die ganze Zeit Netze spawnt oder spammt, habt ihr im Prinzip schon gewonnen. Ach, hier ist neuer. Ach, noch mehr? Und wie gesagt, es gibt auch noch böse Hauptschurken, die auch besondere Fähigkeiten haben, wie Elektro oder Beam und so weiter durch die Gegend, die man auch zocken kann, die im Marvel-Universum noch keine Bedeutung haben. Mir ist ein Gemälde auf den Kopf gefallen. Die kommen aber später noch und sind sowas wie Mini-Bosse. Aber die kann man, wie gesagt, im Battle-Modus und ich glaube auch in der Story ist man mal gezwungen, die zu zocken. Ich sag dadurch gezwungen, weil die halt keinen Promi-Bonus haben. Alter, ich hasse fliegende Gegner. Ich mach doch, was der sagt. Und dann dreht das sich das Mistvieh noch so richtig. Ja, das meine ich. Ich versuche hier meine geilen Angriffe und Sprungangriffe zu machen. Und ja, das ist nicht gut gewesen. Danke, Bro. Das Ding ist so unglaublich schnell. So, wo ist das fliegende Ding? Oh. Es ist einfach nur mies, okay? Fliegendes Ding. Okay, das wird nicht geworfen. Oh Mann. Ich hasse fliegende Gegner in diesem Spiel. So, wir nehmen jetzt mal die Schrankwand. Hoffentlich kann Logan die anheben. Nein, das ist zu schwach dafür. Okay, dann machen wir es halt mit normalen Sprung. Sprungangriff. Alter. Dieser verdämliche Marauder. Marauder hat irgendeine Bedeutung. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Jetzt generell, vom Übersetzen her. Im Englischen. So, wo ist das? Wo ist das Ding? Ach, endlich. Erschlagen wie eine dreckige Fliege. Oh nein! Die Freude ist gerade wieder verflogen. Ich brauche mehr Gegenstände zum Werfen, sonst habe ich keine Chance. Ah, super. Warum können wir nicht mal stabile Möbel kaufen, die mehr als einen Wurf aushalten? Ihr verarscht mich doch. Das ging nicht. Aber ich habe einen Schlag verpasst. Alter! Hast du kein Zielwasser gesoffen, Wolverine? Ja, endlich. Was ist das jetzt? Bitte, bitte keine fliegenden Gegner mehr. Sieg! Oh Gott sei Dank, Mann! Gibt's eine Pumpgun. Party beendet. Ja, das war wirklich eine Party. Ja, mit beschissenen Gästen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Die lade ich nicht nochmal ein. Die dummen... Piep, piep, punkt, punkt, punkt. Ach. Jetzt würde ich aber trotzdem mal gerne mal Karte freigeschaltet. Würde ich trotzdem mal gerne einen anderen Helden spielen. Haben wir jetzt zur Auswahl? Nein, wir haben immer noch... Wir machen jetzt mal mit... Femme Fatale? Klingt gut. Das klingt aus, als hätten wir so einen kleinen Endboss. Mache ich gerade mit Wolverine weiter. Manchmal kämpft man auch gegen böse Versionen guter Helden. Und die man dann verprügelt und dann wieder gut werden. War das so? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, gerade die Teleport-Tussi, die war mega hart. Im ersten Kampf. Ich glaube, Femme Fatale ist die komische Teleportations-Tussi. Ziemlich gute Kämpferin. Hey. Mit einem ziemlich fragwürdigen Outfit. Jetzt siehst du mich. Und jetzt nicht. Wolverine hatte, glaube ich, keine Selbstheilungstreffer in dem Spiel. Muss ich auch mal zusagen, ne? Rein vom Kampf-Balancing her. So, Femme Fatale. Und da haben wir schon den ersten Schaden kassiert, weil die Alte sonst einfach sich hinter uns teleportiert hat. Und wir liegen schon hinten. Aber wir haben so ein bisschen Du blöde. Ja, das meine ich. Die ist ziemlich hinterlistig. Ich will nicht an einer Mauer. Ich will die. Wir könnten auch mal versuchen, uns zu decken, ne? Oder waren das die leichten Schläge, die er verteilt? Ich meine, ihr merkt, mein Gamecube-Pad flippt wieder total aus. Die hat gekontert. Unser Wurf. Oh Gott. Okay, das war nicht so.
Das war eine schöne Schlagfolge. Wir sind schon gut wieder tot. Was jetzt? Ja, auf damit! Der trifft die auch noch. Hör auf. Komm lieber her zu mir. Komm spielen. Kann ich die? Nee. Schade. Huh. Ich glaube, das hat getroffen, oder? Tja, ich stehe jetzt da oben rum. Und die Dinger treffen mich. Jetzt kommt sie wieder runter. Wir probieren es einfach mal mit schnellen Schlägen. Oh Gott. Alter! Stech mich nicht ab, du dumme Kuh. Ja, das meine ich. Das, die ist sowas von rattenschnell. Das ist mir... Okay. Jawohl. Harter Treffer. Und jetzt können wir noch ein bisschen ragen. Dann ist hier Feierabend. Schluss damit. So, jetzt zieht sich zurück. Oh, wir haben es wieder aufgefangen. Cool. Na toll, die Raserei hört gleich auf. Es wäre unsere Gelegenheit gewesen, irgendwas zu reißen. Ja, Treffer. Schön vorm Kopf. Aber Wolverine heilt sich nicht. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Können wir hier hoch? War es nicht mit irgendwas mit R? Naja, können wir sliden. Muss ich mir auch mal angewöhnen. Doch. Yay. Na, was war denn das? Logan. Der macht mich fertig, okay. Ach, der macht mich echt fertig. Jetzt komm da. Nicht jedes Mal abspringen. Irgendwas mache ich falsch. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Ja, der Kampf ist nicht der schönste, den ich hier liefere. Aber egal. Bäm! Der hat gesessen. Und da können wir sie auch noch ein bisschen bewerfen. Ich würde sagen, hat getroffen. Ich würde sagen, hat nicht getroffen. Hat... Boah, die dumme Kuh. Friss die Krallen. Okay, es ist sehr... Schön, jetzt hat es einfach nur doof dargestanden. Wolverine, Schlitzer, los! Pokémon Wolverine, Schlitzer! Oh Gott, ja, die Kämpfe sind sehr unübersichtlich am Anfang, wenn man sich noch nicht dran gewöhnt hat. Das ist immer so. Ja, wir sind Gefahr, wir sind tot. Hui! Okay, das war sehr peinlich. Wir haben sehr schlecht gekämpft und wurden dementsprechend auch zerlegt von der dummen Kuh. Jetzt nicht mehr. Schön. Hat ein bisschen was von Nightcrawler. Femfatal gescheitert. Mission neu starten. Ich möchte es nochmal probieren. Ja, wirklich neu starten. Ich habe Bock, den nochmal auseinanderzunehmen. Also, die hatte ich am Anfang auch ziemlich schwer. Die anderen bämst man halt einfach so tot. Aber die ist so ein Ding. Gerade schon durch ihre Teleportfähigkeit. Genau, Teleportationsfähigkeit. Aber man kann die Gegner auch ziemlich schnell auseinandernehmen, ne? Das ist es nicht. Mit den richtigen Taktiken. Okay, jetzt ist es schon in der Phase. Ging diesmal sehr fix. Zieht dir das überhaupt was ab, wenn ich das mache? Nee, aber mir. So eine Scheiße. Nee, es zieht ja gar nichts ab. Außer, dass die vielleicht schneller runterkommt. Hier nochmal. Da trifft das nicht richtig. Doch, das trifft schon richtig. Hier. Ah, du mit deinem Schild. Nur weil ich das nicht kann. Haha, Treffer. Hier. Nochmal drauf. Gegenstände werfen ist der Schild. Aber warum die Kameraperspektive immer beim Gegner ist, man muss es nicht wissen. So, jetzt gehen wir drauf und hämmern einfach mit einem normalen Schlag und dann machen. Den kann sie nämlich schwer blocken. Und jawohl, immer drauf, die braucht das. Irgendwann haben wir den Rage-Modus, da warten wir aber ein bisschen wieder aus ihrem komischen aggressiven Modus rausgeht, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir nichts mehr zum Werfen. Unsere geheime Taktik ist also weg, wir haben noch was zu werfen. Hier liegt noch was rum, das brauche ich dringend. Wo hat die eigentlich die Fässer her? Ne, jetzt liegt nichts mehr da. Da ist noch ein Fass. Ach, das spawnt wieder her, das Zeug. Auch nicht schlecht. Hier, friss. Kommt es jetzt wieder runter?
Ja, sehr schön. Eieieiei, das tat weh. Oh, Wolverine, was haust denn du gegen die Hand? Wand meine ich natürlich. Was gibt denn jetzt volle Kanne hier aufs Mat? So sieht's aus. So, gleich ist hier Rage Power. Baby. Und Wolverine ist so langsam. Jetzt kommt, jetzt gibt's Rage Power. Okay. Die verhaut uns gerade voller Kanne. Wolverine, kannst du mal. Was macht der Typ denn? Können wir jetzt auch mal ragen? Hallo? Ich konnte die Rage nicht aktivieren. Wolverine, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt ist die wieder da oben. Das macht alles sowas von gar keinen Sinn. Jetzt ist mein Rage wieder weg. Ich war wahrscheinlich schon Rage. Ich habe es bloß nicht gesehen, wie es aktiviert wurde, weil die auch ihren Rage hatte. Das ist ja total... Bäh. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Gibt es hier wieder was zum Werfen? Kann ich einen Fassboden nehmen? Oh, die soll runterkommen. Gut. Okay, nochmal. Und... Ach Gott, ich lasse es. Ich krieg's einfach nicht hin. Okay, jetzt habe ich es hingekriegt. Er macht mich fertig. Nein. Also rein steuerungstechnisch ist es manchmal eine Qual. Muss man sagen. Aber ich muss mich also dran gewöhnen. Ich muss mehr mit den Schulterkasten machen, damit ich mehr greifen kann. Eieiei, jetzt hör doch mal auf, du aggressive Nuss. Ehrlich mal. So, jetzt probieren wir's. Alle, hopp. Jetzt kommst du wieder runter? Das war alles? Okay, wir haben volle Energie fast. Very impressive. Das heißt, wir können jetzt auch mal schön die Alte, wenn sie Gefahr hat. Okay, das war nicht so gut. Wolverine, jetzt gib's ihr mit der Kralle, Alter. Du müsstest die schon dreimal zerlegt haben. Oh, endlich. Schön gemacht. War zwar kein Finisher. Da flippt er übelst aus, wirft die Leute auf den Boden und schnetzelt dreimal auf den rum. Aber warum nicht? Wir haben gewonnen. Nach einer furchtbaren Niederlage. Hey, du schuldest mir ein paar Antworten. Ich frag dich nicht nochmal. Was machst du hier? Wir suchen nur etwas. Geht's vielleicht etwas genauer? Ah. Oh. Was sucht ihr? Paragon. Hätte vielleicht er machen sollen, ne? Bevor er dir den Arm eingeschlitzt hat. Ja, jetzt kommt Elektra. Das sehe ich doch schon von Weitem. Mit ihrem sehr gewagten Tanga, möchte ich mal behaupten. Elektra. Durchhalten, Matt. Ich bin unterwegs. Die hat die ersten Schüsse im Spiel, was sehr praktisch ist. Schießen hilft sehr gut, auch gegen Bosse und so weiter. Und ich glaube, sie legt sich am Ende noch mit dem bösen Daredevil ein und prügelt ihn wieder in die korrekten Bahnen. Aber wir können auch mit Wolverine weitermachen. Ah, ich zeige euch jetzt erstmal Elektra. Seht ihr, wie gesagt, sehr spannende Helden mit dabei. Elektra hätte ich gerne ein bisschen später gehabt. Lieber Daredevil oder sowas. Spider-Man kam sehr spät ins Spiel, genauso wie Venom und Iron Man. Aber das hat hier dann schon ein bisschen nach Belohnung angefühlt, mehr, die zu zocken, weil die auch ein bisschen anderes Moveset haben und sehr viel schwingen können. Genau, Elektra. Verhängnis der Ferne. Wo war denn eigentlich das krasse Ausweichen? Genau, da war es krasse Ausweichen. Brauchen wir demnächst nicht mehr? Habe ich bei Wolverine gar nicht gemacht. Drücke Halt und Erd um dein Wurfmesser. Ja genau, das brauche ich. Können wir nicht die Barrieren umgehen? Yay, yay, Elektra! Okay. Okay, da war... Ein Revenger! Sowas wie ein böser Avenger. Schönes Ding. Ihr merkt, hier geht schon ein bisschen mehr Handkanten-Action. Bam! Aber hier auch Elektra ist nicht so strong. Das sind keine Superhelden in dem eigentlichen klassischen Sinne mit super abgefahrenen Kräften. Das ist natürlich die beste Ninja-Kämpferin ever. Muss man ja auch erstmal schaffen. Ich weiß gar nicht, hat die irgendwelche mysteriösen Geheimkräfte, die sie aktivieren kann? Oder ist sie einfach nur kämpferisch krass? Das weiß man ja nicht, ne? Also, ich kann schon mal eine Parkour aus dem Boden reißen. Damit ist schon mal stärker als ich. Würde ich einfach mal behaupten. Ich hab's noch nie geschafft, eine Parkour. Alter, geh mir nicht auf die Ketten, Junge, eine Parkour aus dem Boden zu reißen. Machst du das jetzt? Invader. Ist gleich ein Outsider. Bam. Auch das, einfach so ein Briefkästen aus dem Boden aus. Ich sag ja, vielleicht hat sie doch ein bisschen Superkräfte.
Aber das ist ja immer in vielen Spielen so, die viele Helden haben. Wo mache ich das Kräfteverhältnis? Auch im Film, ne? Im Film wird gerade Thor, im letzten Teil der Avengers, der jetzt rauskam. Nee, jetzt war das der vorletzte, genau. Je nachdem, wann ich das Ganze sende. Momentan habe ich die letzten Avengers noch gar nicht gesehen. Da wird Thor ja stärker dargestellt als Hulk. Im Normalfall in den Comics wird Thor von Hulk immer verprügelt. Nicht umgekehrt. Also, der hat, glaube ich, einmal bis jetzt gewonnen gegen den Hulk, wenn überhaupt, in 2 Milliarden Kämpfen. Also, ist es schon manchmal seltsam. So. Bam. Schon 2 umgewämst. Das Spiel hat auf jeden Fall jede Menge Fan-Bonus und ist auch für die Fans gedacht, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber auch der normalsterbliche Spieler könnte hier seine Freude haben. Wie gesagt, ich habe im Spiel auch schon Bock gehabt und hat Spaß gemacht, bevor der Marvel-Hype losging. Jetzt komm doch mal, benimm dich doch mal. Willst du nur eine Parkour, du ins Gesicht kriegst? Wer kann sich das ausreißen? Alter! War gerade ein kleiner Ausreißtest hier. Hui, hui. Okay, das hat nichts geholfen. Unsere Geschosse gehen nicht so weit. Was bist denn du für einer? Ein Ravanja! Und hat er sich jetzt hierhin teleportiert? Ich weiß es nicht. Drücke R und halt Y zurück für. Was mache ich dann? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ey, jetzt schieß doch mal die Scheiße auf den Revenger. Den Revenger! Okay, mir fehlt noch ein bisschen Spezialfähigkeit, merke ich gerade. Die Leiste fehlt sich da langsam wieder, die weiße. Dann kann ich wieder ballern. So, wahrscheinlich kann ich da auch diese Spezialfähigkeit machen, was immer da gerade auch war. Sieg! Das war zu einfach. Joa. Das war viel zu einfach. Verhängnis aus der Ferne beendet. Die Frage ist nur, mache ich jetzt mit Wolverine weiter? Wo macht ihr eigentlich weiter? Treffe ich da auf andere Charaktere? Was ist passiert, wenn ich mit dem Ding weitermache? Man weiß es nicht. Wen habe ich jetzt zur Auswahl? Hoch oben auf den Dächern. Alle Gegner auf der Brücke. Oh, das sieht interessant aus. Da war gerade noch was im Hintergrund. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Er muss zwar jetzt auch durch die Straßen, was wir schon gesehen haben. Bei Elektra wäre es auf die Dächer gegangen. Ah, ich gehe nachher auf die Dächer. Hab's noch mal überlegt. Aber hier mit Wolverine, das sieht eigentlich auch interessant aus, weil da war gerade was im Hintergrund. Ah nee, es geht ja hier durch die Brücke, genau, die wir schon gesehen haben. Clown des Zorns. What? So viele. Ja, ouch, 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 ouch. Habt ihr euch gedacht, ne? Kann ich auch. Nur mal kurz, der ist mit den Krallen so ultimativ langsam. Muss man mal sagen. Also, ich glaube, das war auch so im Original, dass er mit den Klauen langsamer kämpft und irgendwann mal erwähnt. Aber eigentlich macht das den Krallen keinen Sinn, weil seine Krallen sind ja in seinem Unterarm fest drin. Also, das Gewicht ist ja sowieso damit kämpfen. Vielleicht das Hebelgesetz, das ist noch ein bisschen vom Hebelgesetz, ein bisschen länger ist die ganze Sache. Und ein bisschen, naja, noch intensiver vom Gewichtsverteilungsding her, aber. Okay, es hat die gar nicht gejuckt, dass ich die gerade abgeworfen habe. Den alten Mauler. Das brauchen wir nicht rum, Junge! Autsch, autsch, autsch. Ja, einer der Probleme beim Balancing bei diesem Game ist es definitiv, die Gegenstände durch die Gegend geworfen zu werden, was weit mehr Schaden macht, als die eigentlichen Schläge von irgendeinem Superheld. Hörst du mal auf, dich zu verteidigen? So, danke sehr. Oh, noch so einer. Aber nur ein kleiner, nur ein Revenger. Nee, ein Evil's Cartoon. Ja, gut, das. Autsch! Wolverine, warum zünden deine Krallen nochmal Brennfässer und Spritfässer? Weil sie es können, oder was? Bim! Ich hoffe, ich habe irgendwas getroffen. Schnetzel, Schnetzel, Metzel. Oh, schon wieder den Supermodus aktiviert. Den wollte ich eigentlich gar nicht aktivieren. Aber warum nicht? Können wir mal, da war noch einer. Ich weiß gar nicht, ob die sich immer wegteleportieren oder ob das die. Warte mal, das können wir sehen, wenn wir einen mit einem. Alter! Der hat mich aber richtig lieb. Oh, da ist noch ein so ein großer. Ein alter Mauler. Wolverine fällt ab und zu mal so ein bisschen an Reichweite, finde ich. Hörst du mal. Danke, sterben. So, der Mauler war doch noch irgendwo. Schön daneben geklopft. Bam. Hier noch ein kleines Abschiedsgeschenk für den Herrn Mauler. Hat nicht gereicht. Sieg, das war's. Schön mit der Faust in die Magengrube der Klinge. Ich hoffe noch auf so einen Endboss-Fight. Wir hatten ja gerade einen gehabt, aber ich will mehr. Ich will mehr Endboss-Action, Leuten auf die Fresse hauen.
in den Tod reinprügeln, die Scheiße aus dem Hals krügeln, Comic freigeschaltet. Ja, das war auch noch so ein Feature davon, das habe ich da vergessen. Gehen wir mal ganz kurz, willst du wirklich aufhören, das Spiel wird schon gespeichert, alle nicht gespeicherten Fortschritt. Nein, wir können nicht aufhören, dann zeige ich am Ende nochmal eine kleine Matz. Zorn einer Göttin. Ja, Endboss, wir konnten noch Storms spielen. Storm von den X-Men ist auch in den Spiel drin. Man fasst es ja gar nicht. Die ganze B-Prominenz und A-Prominenz bis C- und K-Prominenz ist hier in den Spielen enthalten. Nee, so viele Helden sind es eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, Storm hat mich auch überrascht damals, dass die mit dabei war. Du weißt nicht, was dich erwartet. Ja, doch, grüne Blitze. Also die Auswahl, wie die fürs Spiel zustande kam, weiß ich gar nicht so richtig. Aber während es auf das gute alte, ich werfe Gegenstände beschränken. Die beste Waffe, die man sich wünschen kann. Ihr seht es gerade, die ist doof effektiv. Die gute Storm weiß nicht wirklich, was er ging. Okay, gehen wir halt im Nahkampf. Aber da ist die Storm halt überlegen im Nahkampf gegen Wolverine. Wie in warmen Leben. Also wie in warmen X-Men. Ja. Ui, Alter. Alter, die rasiert uns gerade. Das ist meine Taktik, die du nachmachst. Oh Gott, das Auto geht gleich zu dem Bumm. Aber jetzt, wenn wir schon mal die runtergebrescht haben, können wir noch ein bisschen mehr Energie rausholen. Ihr seht ja, das hilft gut. Jetzt haben wir den Rage-Modus, den ich gerne aktivieren würde, um hier endgültig die Schnauze zu polieren. Oder sie mir. Schnellst mal ausgewichen. Was macht die denn? Warum wirft die uns mit einem Einhand-Chokeslam weg? Lass den Scheiß mit irgendwas werfen oder schießen. Ey, du bist der fucking Wolverine, im Nahkampf müsstest du da dreimal überlegen sein und du machst nichts draus. So, mit einem Fass ins Gesicht, mit den Krallen drauf und da ist schon jemand im Danger-Bereich. Genauso wollen wir das sehen. So. Okay, hat mir mehr wehgetan als ihr. Ist aber egal. Die darf dich nicht mehr fangen. Die fängt sich gerade. Nee, die darf dich nicht fangen. Ja, die heilt sich gerade wieder hoch. Also das ist typisch Energiebalkenprinzip. Wir haben zwei Energiebalken, die übereinander gelabert sind. Der eine regeneriert sich, der andere... Alter, hör auf mich zu rösten. Ich mag es nicht, geröstet zu werden. Bin ich eine Kaffeebohne oder was? So, nochmal den Rage-Modus aktivieren. Keine Ahnung, was hilft. Ich bin kurz vorm Tod. Ach, blöde Kuh. Wieder mal besiegt. Ach. Ich hasse es, wenn es so verdammt leicht ist. Alter, dafür gibt es gleich noch einen Zorn an der Göttin gescheitert. Wir wollen nochmal wiederholen. Ich will nochmal kämpfen. Das war doch so gut. Wir hatten die Mission wirklich neu starten. Wir hatten die noch so kurz, ganz kurz vom Tode schon. Da war noch nicht mehr viel zu holen für die. So. Eröffnungsfight. So, schnelle Schläge. Mit einem schweren. Ja, komm, Fall raus. Okay. Im Normalfall, wenn man hier rausfällt, weiß ich gar nicht, ob man da wiederkommt oder instant tot ist. Okay. Oh, was die schon wieder für einen Schaden machen. Schöner Wurf. Der hat gut getan. Und jetzt müssen wir nur den Energiebalken nach... Oh, ich hatte es doch gerade am Boden gepinnt. Da, wo Wolverine jede Frau hinhaben möchte. Okay. Warum bin ich jetzt durch die Gegend geflogen? Ich habe doch zugeschlagen. Ich raff dieses Spiel manchmal nicht. Okay, das ist zu schwach, das anzuheben. Aber sie hat ihn bewegt, den Kanister. Weil sie einfach mega krass ist, diese Storm. Diese böse, böse Hellberry. So. Alter. Eigentlich müsste ich schon dreimal Shop Sui sein, wenn Logan, der gute alte Wolverine, dazu haut mit seinen Krallen. Sieht doch gut aus. Jetzt bitte Rage, dass er uns vorher also so ganz viel gebracht hat, diese Raserei, nämlich gar nichts. So, mein fliegendes Küken. Oh. Ernsthaft. Ach, es kontrolliert sich aber manchmal auch nicht das Spiel. Schöne Schelle verpasst. Hör auf rumzuflattern. Okay, unsere Raserei ist wieder weg. Ich will's fast. Ich werf's fast daneben. Ich will's fast. Treffer. Hör auf zu fliegen. Oh, ja. Noch schlimmer ist noch Spider-Man und Venom. Die ganze Zeit nur im Spinnenmodus durch die Gegend hüpfen. So, das war doch mal anständig. Jetzt kommst du wieder damit.
Die ist auf Danger. Das ist die gelegt. Ach Gott, ich bin so schlecht. Schön daneben gehauen mit der Pranke. Okay, okay. Das ist alles nicht so gut. Oh. Ja, genau. Aufs brennende Fass. Als wäre das notwendig gewesen. Ich habe gedacht, wenn ich eher werfe, bin ich besser. Wir kriegen einen Schaden durch die. Es ist einfach nicht normal. Das war gar nichts. Okay. Das war schön. Nochmal. Komm schon. Ja, genau. Bei uns explodiert es und die kriegst du nur so in die Schnauze. Wutz hat wohl eigentlich seine Krallen. Die funktionieren mal einfach gar nicht. Jetzt fliegt sie wieder. Ich hole mir mehr Wurfgegenstände. Mir scheißegal. Hat ja so oft mir zwar nichts gebracht, aber man trifft wenigstens die dämlichen fliegenden Gegner ab und zu mal. Ja, genau. Und die trifft. Das ist zum Kotzen. Na okay, wir machen das alte Wurfspiel schön weiter. So. Ich habe gedacht, die legt sich auf die Erde. Dieses dumme Rumgeflatter, man sieht auch die Höhen nicht richtig. Okay, die ist aber so gut wie tot. Letztes Fass. Natürlich. Wir brennen vom Fass und sind auch auf Danger. Jetzt. Sieg, endlich. Einfach. Wie kommt der denn dahin? Ich wollte nur nett sein. Ja, du wolltest nett sein. Du mit deinen scheiß Krallen, hör auf zu posen. Die haben gar nichts gebracht. Einen Scheißdreck haben die gebracht. Oh, ich sehe gerade auf meinem Mikrofon, das hat ziemlich oft übersteuert. Ich muss mich ziemlich oft aufgeregt haben hier. Aber nicht so schlimm. Comic freigeschaltet. Ist, glaube ich, so ein interaktiver Comic. Wolverine ist raus. Alle Missionen beendet. Dann machen wir jetzt nochmal das Ding. Das Ding ist ziemlich das Ding. Und danach werde ich mal gucken, was dieser Comic ist. Ich hätte euch gerne noch mehr Charaktere hier gezeigt. Aber ich weiß, es dauert noch eine Weile bei Elektra, bis die dann zu Daredevil kommt. Und hier habe ich eher die Hoffnung, dass es irgendwie vorangeht, dass man mal einen anderen Gegner sieht. Was? Die Aliens verstecken sich hinter Energiefeldern. Wirf was! Ja. Ach, X ist Wurfeffekte fangen. Danke sehr. Gut, hätte ich auch vorher drauf kommen können. Wurde das uns trainiert, ja? Oh nein! Wir haben es gefangen, aber nicht richtig geworfen. Alter, war's mies. Will er mich verarschen? Du Scheißvieh. Habe ich nicht kommen sehen. Habe ich auch nicht. Liegt das jetzt noch hier? Ja, es liegt noch hier. Nee, es ist. Okay. Oh, come on. Das ist jetzt nicht fair. Kann man das? Ja! Hier! Von deiner fetten Mutter, du Arsch. Oder so. Ja. Da müssten wir gar keine Objekte zurückwerfen, um den umzubringen. Wir müssen einfach nur die... Kennen wir das nicht? Das ist das Ding. Ja, doch. Okay. Boah, im letzten Moment wirft das. Quasi als Nahkampfattacke. Aber mit dem Ding fühlt sich das ganze Werfen schon ein bisschen natürlicher an. Würdet ihr mal aufhören, wenn ihr eine Autos wirft, dann bin ich das. Kapiert? Lass das Auto stehen. Danke sehr. Danke! So, Auto her. Oh Gott. Also Autos fangen bin ich noch nicht der Profi. Aber ich kann ja gerne mal dir mit dem Zaunfall mitgeben. Oh, das sind gar nicht mal wenig. Ich weiß, ich habe auch schon meine Action-Taste hier voll, meine Rage-Taste. Aber ich will nur noch so ein bisschen was verprügeln. Und ich glaube, er hat auch den Endboss, den er besiegen muss. Ich glaube, jeder hat einen Endboss. Elektra hat dann irgendwann Daredevil und der hat so eine neue Tussi. Oh Mann, ich versuch doch zu fangen. Ich versuch's doch zumindest. Es klappt einfach nur nicht. Das Werfen ist aber übel stark in dem Spiel. Muss man auch echt so sagen. Wie ich schon angetont habe. So, ach so, das war ja der Spezialmove gefunden von dem Ding. Genau, so ein bisschen einfach auf den Boden heilen. Und die Leute ein bisschen wegklatschen. Das kann er. Sieg. Können wir mal gucken, ob jetzt noch ein Endboss kommt. Ich würde sonst den Comic zeigen, was eigentlich auch okay ist. So ein kleines bisschen interaktiver Comic. Ich hoffe, das Video wird mir nicht dann gesperrt oder so weiter, weil man weiß ja nicht, wie Marvel darauf reagiert, wie bitchig die sind, Karte freigeschaltet. Das ist dann für Multiplayer, schätze ich. Kann aber sein, das macht sie alle platt. Das muss Ding von 2 Minuten alle Gegner besiegen. Nein, das machen wir jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe keinen Bock, einfach nur Gegner wegzubashen.
Wir gucken. Oh, jetzt bin ich gerade an mein Mikrofon gekommen. Dürfen wir einen kleinen Ausschlag geben? Erstmal gucken wir uns Duell an. Da sind nämlich ein paar Kämpfer schon drin, denke ich mal. Gegen Computer. Leben-Match. Gucken wir mal, wer alles freigeschaltet. Also, wer im Spiel auf jeden Fall drin ist. Drücken wir mal A. Das Ding. Wolverine. The Wink. Elektra. Johnny oben, wir haben auch nicht gesehen. Und Spider-Man, wie gesagt. Ich weiß, ihr alle wollt mal Spider-Man kämpfen sehen, weil ich die ganze Zeit drüber geredet habe. Deswegen zeige ich euch mal kurz Spider-Man im lichten Outfit. Ja, machen wir ein paar Leben, ist egal für mich. Gegen Johnny Ohm. Ist was anderes als Johnny Storm. Mit wenig Leben. Einfach aus dem Grund, damit ich euch Spider-Man mal kurz zeige. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wenig Leben, dass der gleich hier abkratzt. Die Straße, Avengers Mansion. Kennen wir mal Avengers Mansion. Es ist einfach nur mal um zu gehen, wie sieht Spider-Man aus, wie agil ist er und so weiter, dass ich euch noch ein paar Charaktere zeige. Und dann springe ich quasi schon in den Comic zum Abschied. Ich denke, das ist gar nicht mal so eine unpassende Idee. Juhu! Soll das ein Witz sein? Das wird ein Kinderspiel. Ja, genau. Der Typ ist genauso fies wie alleine. Der Elektro-Typ. Es gibt übrigens zu jedem noch Charakter hier eine Entstehungsgeschichte, weil das sind eigentlich Menschen. Oh Gott, das meine ich ja. Aber wie war denn das Schwingen? Oh, wir hatten Spider-Man nur mal gesprungen. Alter, schön mit der. Genau. Und wenn Spider-Man ballert, hat eigentlich kaum jemand eine Chance. Und er kann sich auch Zeug mit den Netzen greifen und so weiter. Und ist sowieso übelst stark und schnell. Ihr seht es gerade. Stark auch, dass er jeden Gegenstand tragen kann. Wie Spider-Man nun mal hat, halt die Kräfte einer super mutierten Riesenspinne. Alter, du Sack. Genau, da feuert man ein paar Netze rein. Da hat der Gegner keine Chance mehr. Da ist man auf Rage-Modus. Ist halt Spider-Man. Sag mal ehrlich, der ist völlig überpowered für das Game. Oh Mann, wenn ich bloß wüsste, wie die Spezialmanöver gehen. Und das Sofa auch nochmal, damit er weiß, was Sache ist. Genau, wir können es an die Gegner noch ranziehen und ja, er ist halt überpowered. Bam, aber schönes Ding. Also, ein kleiner Tipp, wenn ihr mal das Spiel habt, dann kämpft mit Spider-Man. Iron Man, der hat einen ziemlich starken Schuss. Oder Venom. Wir nennen das in den Hintern treten. So nennen wir das, nicht Spider-Man. Aber wir wissen, was gemeint ist. So, das war Spidey. Jetzt gehen wir mal in den Comic zurück zum Hauptmenü, bitte, ja. Ja, zum Hauptmenü zurück. Das ist ja jetzt mal so. Die Captain America ist nicht damit dabei, der Hulk ist nicht mit dabei. Wenn die alle besiegt wurden, dann ist das halt so. Aber die anderen Dudes im Hintergrund, ich kann es euch nicht sagen. Der mit der Glatze zum Beispiel, halt das ist. Oder die Fackel war auch, glaube ich, auch mit dabei. Also Johnny Storm, dachte ich jedenfalls. Weiß ich aber nicht mehr hundertprozentig. Comics, genau. Die Fantastischen Vier, freigeschaltet. 3 und 4, oder? Oh mein Gott, was ist passiert? Aber nach Hause nichts. War noch schlimmer. Was ist mit deinen Haaren los? Nichts. Komm mir nicht so. Reed war für seinen Vater eine riesige. Was ist dieses Mal passiert? Nichts, Sir. Das war nicht der Sohn, den er immer gewollt hat. Was hatte. War los? Ich konnte ben nichts dafür. War da schon mehr nach seinem Geschmack. Ich kenne kein Kind, das mehr Probleme hat als du und nichts dafür kann. Egal, ich könnte es selber lesen. Offenbar hatte er verdrängt, dass er sich nie für Schwächere eingesetzt hatte. Das sind zwei Stimmen im Hintergrund. Reeds Vater wäre vermutlich der Erste gewesen, der Reeds Kopf ins Klo getaucht hätte. Grimpanse? Seltsame Übersetzung. Grim Reaper heißt ja eigentlich Tür der Tod. Seines Vaters für Ben nur schwer zu ertragen. Sobald er mit Reed sprach, änderte sich sofort der Ton seiner Stimme. Ständig passte ihm etwas nicht. Die Art, wie Reed sprach, was er sagte. Er hasste es, wie Reed sich anzog. Er mochte die Bücher nicht, die er las. Und er verstand nicht, warum Reed nie Lust hatte, mit ihm Football oder Basketball anzusehen. Deshalb war ihm eines schnell klar. Reed war nicht der Sohn, den er sich gewünscht hatte. Tja, was war der Sohn, den er bekommen hat? Kleines Beispiel für die Comic Menschen von Morgen. Da kann man sich auch noch die Comics angucken. Aber ich glaube, da habe ich noch nichts freigeschalten. Man kann sich auch den ganzen Comic anschalten. Und zusätzlich wird auch nochmal in den Videos demonstriert,
wie die bösen Charaktere zu denen gekommen sind, was sie eigentlich, warum sie eigentlich geworden sind. Also das alles noch freizuschalten und das überlasse ich euch, wenn ihr euch das Spiel dann holen solltet. Nur mal so eine kleine Sache, ich mag das Spiel durchaus, gerade die düsteren Look, die Technik ist natürlich stark gealtert. Ich merke gerade, dass Gamecube-Spiele wirklich so langsam in den Zahn der Zeit, so ein bisschen, jetzt wo ich vermehrt Gamecube wieder zocke, ein bisschen sehr dran nagt. Was aber nicht schlimm ist, das Spiel ist immer noch spielbar. Mir hat es durchaus Spaß gemacht und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Deswegen sage ich jetzt, bis die Tage und ciao!